Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Truck Racing Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Ich zeige euch ab heute und in den kommenden Tagen Truck Racing Simulator. Das Spiel ist heute erschienen und ich möchte wie immer so 4 Folgen à 15 Minuten mal machen, um zu checken, wie das bei euch ankommt und ob wir das dann weitermachen als längeres Let's Play. Was machen wir denn? Ich glaube, ich muss erst ein Profil anlegen, ne? Oder? Was ist mit Tour? Was heißt denn Tour? Ja, ich bin doch bei Profilen gelandet, dachte ich mir doch. Was bedeuten diese Zeichen hier? Das heißt wahrscheinlich Profil erstellen. Moment. Das hasse ich ein bisschen, ne? So Icons, die man nicht erkennt, was die bedeuten. Ah, okay, das ist die Erklärung. Aha, aha, aha. Und das ist jetzt weiter, oder was? Also ich habe jetzt ein Profil angelegt, ne? Okay, ich spiele das natürlich wie immer ohne Handbuch, weil ich sage immer, ein gutes Spiel erklärt sich von selber. Und das finde ich schon mal schlecht, dass ich irgendwelche Icons, dass da nicht irgendwie eingeblendet wird, was sie genau bedeuten. Jetzt versuche ich es nochmal mit Tour. Oder was ist Rennen? Also Tour ist wahrscheinlich eine Kampagne oder so, oder so eine Karriere. Moment. Jetzt müsste eigentlich gehen, weil jetzt habe ich einen... Aha! Meisterschaft! Event 1, TA Local Cup. Wetter, sonnig, bla bla bla, bereit für das Training. Was ist denn für ein Training? Was ist das jetzt hier? Hä? Kann ich hier durchschalten? Einfach so? Kann ich jedes Rennen anwählen, oder? Oder kann ich jetzt hier zwischen den ersten dreien auswählen? Germany Nürnberg! Was heißt das hier? Gar nichts bedeutet das. Ah, jetzt! I see, okay, da. Die sind gesperrt, alles klar. Na, sag's doch gleich. Und dann klicke ich wohin? Oh, was ist das denn? Ah, der Car Mechanic Simulator. Bremskraftverteilung. Okay, ich kann hier offensichtlich ein bisschen rumprobieren. Beschleunigung 7,5. Ich kann Autos auswählen. Trucks verschiedener Art. Beschleunigung 8, 7,5, 8, 7,2, 9,5. 7,5. 6,9. Und dann ist Feierabend. Okay, Leistung. Ach so, okay. 4500 Horsepower. Nehme ich natürlich den besten, ne? Der hier. Hässlich sind sie alle. Insofern, Klasse A. Klasse B. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Wir fahren natürlich A-Klasse, komm. Wird schon passen. So, Beschleunigung 9,5. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, das damit befassen wir uns jetzt gerade mal nicht, oder? Das, jetzt fahren wir erstmal ein Rennen. Komm. So. Und für Rennen, was ist das jetzt? Information nochmal. Das sind meine Konkurrenten, alles klar. Komm, wir starten mal. Training beginnen. Ja, Training ist vielleicht mal gar nicht schlecht am Anfang. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich kann gar nicht steuern. Ah, jetzt kann ich steuern. Okay, das... die wackeln ganz schön hier. Die wackeln ganz schön hier, die Karre hier. Oh, oh. So, geht's da jetzt auf Zeit irgendwie? Ah ja, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich spiele natürlich wie immer mit Tastatur. Weil mit Lenkrad ist das ja alles viel zu leicht für mich. Oh, kacke. Kann ich eigentlich die Kameraperspektive irgendwie wechseln? Uah, uah. Okay. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen hier. Der schleudert ganz schön einfach. Kann ich vielleicht mit Handbremse wenden oder so? Machen wir hier eine Handbremsenwendung. Scheiße. Ach du Schande, das ist das. Was ist jetzt los? Kaputt? Nee. Das fährt sich ganz schön komisch, das Gefährt hier. Also mit der Tastatur auf jeden Fall. Wenn ich lenke, reagiert er erst gar nicht. Also lenkt nicht wirklich sofort.
Und wenn ich dann länger auf dem Lenkdingsbums bleibe, dann lenkt er ziemlich heftig. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Was ist denn jetzt eigentlich? Wie viele Runden muss ich denn jetzt hier fahren? Nicht aufs Gras, Frenkel! Du und deine Rasenausflüge hier immer. Oh, Kacke, warum schleudert denn der gleich so? Habe ich noch eine andere Kameraperspektive? Ah ja, noch eine, okay. Also C ist die Kamera. Kamera! Ah, okay, das... Ich darf nicht so lang auf das Lenkdingsbums, sonst bricht er mir wirklich jedes Mal raus. Ja, ja, so könnte man da... Da kommt man dann schon ein bisschen besser hin, so langsam. Was haben wir denn jetzt hier? Ist das die Runde zu Ende, oder was? Nee. Ah, noch? Ah, ja, ich habe mich jetzt gerade mal auf die Kamera... Also Kameraperspektiven gibt es genügend. Ich überlege gerade, welche ich fahren soll. Das ist natürlich die realistischste. Ich würde sagen, das machen wir wie bei Forza. Da wechseln wir ab. So, das war jetzt quasi die erste Runde, ne? Mit einer Zeit von 2,5 schlag mich tot. Hier durch, oder was? Ja, Finish. Okay, alles klar. Das ist jetzt mein Rekord, ne? Oh, Kacke! Das wird heikel. Das wird heikel, heikel, war eine Eikel. Also, eine zweite fahre ich noch. Ja, so ist das ja für den Arsch. Und wenn der da erstmal draußen ist, dann dauert das 3 Jahre, bis der dann wieder beschleunigt. Also, ein rohes Ei fahren ist einfacher, ne? Ich glaube, das hier ist auch nicht schlecht. Jetzt wartet mal, ich muss nochmal... Was ist das hier? Achso, hier kann ich nach hinten gucken. Sehr schön. Alles klar. Ja, mal gucken, wie das mit Konkurrenten wird. Ob es da leichter wird oder... schwieriger. Ich würde sagen, wir fahren erstmal die Verfolgerkamera zum Eingewöhnen. Vielleicht ist das ein bisschen leichter, hat man ein bisschen bessere Sicht auf die Rennstrecke, was mir gerade in dem Fall jetzt auch nichts genutzt hat. Höre ich die Menge toben? Da hockt doch gar keiner. Links und rechts, die Tribünen sind doch leer! Betrug! Ich weiß jetzt nicht, ob das nötig ist, dieses Training, um sich... zu qualifizieren, das weiß ich nicht. Oder beziehungsweise, ob man damit eine bessere Platzierung erreichen kann, wenn man eine bessere Zeit fährt. Aber komm, wen interessiert das schon? Wir gehen zurück zum Menü. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt muss ich wieder neu starten, oder was? Das ist für ein Kack. Also, wir brauchen kein Training, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir werden jetzt einfach gewinnen. Warum glaube ich das selber nicht? Was ist denn jetzt los? Wieder allein? Ach, warte mal, ich bin blöd, oder? Ich habe wieder das Falsche angeklickt, kann das sein? Tour? Jetzt nochmal. Hier. Training beginnen, Start, überspringen. Habe ich, das muss ich drücken, ne? Dann müsste es losgehen. Hallo? Qualifikationsposition 8. Habe ich es jetzt übersprungen, wenn ich das einmal angeklickt habe, oder was? Ah, scheiße, das geht schon los. So. Toll! Die qualmen mir gleich voll in die Fresse hier. Die kleinen blöden Spritzer. Eingequalme, ey. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Merkt euch das mal. So. Und ich bin natürlich letzter, weil ich wahrscheinlich tatsächlich... eine gute Rundenzeit fahren muss. Um mich dann besser zu platzieren. Oh Gott. Das ist ja ein Albtraum. So, ich habe kein Radar irgendwie oder so, das mir die Strecke anzeigt, fällt mir gerade auf. Beziehungsweise die Gegner. Oder habe ich das ausgeschaltet versehentlich? Keine Ahnung. Ich habe ja schon mal einen gewissen Vorsprung rausgearbeitet. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie viele Runden. Ach doch, da oben steht's, ne? Eine. Komm, ey! Du kleiner Pissnelkerich! Hey!
Überholen ist verboten! Was gibt auf die Hoden? Scheiße! Arschlöcher! Fahr raus! Ey, Mann, ey, da hat ja meine Oma eine bessere Beschleunigung, wenn sie joggen geht. Und die ist wohlgemerkt schon tot. Deswegen, das war ja mal ein totaler Reinfall. Ach, jetzt hätten. Aha! Eingeschlenkere. Ja, du kannst es nämlich auch nicht. So, zumindest keine Gummiband-KI. Also, die warten nicht auf mich. Kann der Zeitabstand sich bitte mal ein bisschen wegblenden, damit ich auch was sehe? Danke. Und, Siebter bin ich. Das ist ja jetzt nicht so berühmt, ne? Aber ich glaube, das Gefühl kriege ich schon noch für die Lenkung. Ist ein bisschen komisch. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist schon die Zielgerade. Nicht ganz. Da vorne ist dann gleich das Ziel. Komme ich da noch dran? Komme ich da noch dran? Wenigstens den einen oder anderen noch zu überholen? Arschloch! Blödes Arschloch! Blöder Pisser! Du auch, ja? Wo fahrt denn ihr rum? In dem einen Truck fährt wahrscheinlich eine Frau mit. Das sah gerade so aus da. Die hat auch mal einen Ausflug gemacht. So, wie viel bin ich denn jetzt? Fünfter ist ja immerhin. Immerhin! Den hole ich mir noch, komm. Los, gib Gas dann! Hab ich noch einen, dann kann ich noch Dritter werden! Stoff, Alter! Dritter wäre super! Jawoll, ja! Ole, ole, ole! Genau, da könnt ihr schon mal klatschen, Freunde. Also, Harry auf Rang 3. Ich hätte wohl den Vollnamen eingeben müssen, naja. Okay, zurück zum Menü. Meisterschaft. So, jetzt habe ich dann hier irgendwie Rennen 1, das war... Das bin ich gerade gefahren. Das war Rennen 0. Aha. Und jetzt geht's nach Spanien. 3 Runden, alles klar. Training wollen wir nicht, komm. Training ist was für Luschen. Ach so, überspringen. Und jetzt überspringt das doch hoffentlich, oder? Ja. Da muss ich ja erst nochmal klarkommen mit, ey. Okay, jetzt versuchen wir mal eine andere Perspektive. Die da, ja. Das ist natürlich für die Vollprofis jetzt, ne? Ab geht's, die wilde Fahrt. Schön, dass man jetzt noch weniger sieht. Ja, ja, behindert euch nur gegenseitig, ist schon in Ordnung. Ach so, das ist ein fliegender Start. Jetzt raff ich das erst. Die Zeit läuft erst, wenn man dann über die Linie drüber ist. Alles klar, alles klar, alles klar. Da hat mich einer geschoben! Da hat mich einer geschubst hier. Das ist Schiebung, meine lieben Freunde. Schwierigkeitsgrad kann man auch nicht einstellen, ne? Das würde ich mal auf Easy stellen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht geht das. Muss ich mal in den Optionen gucken oder so. Ach komm, Easy brauche ich nicht. Ist das wirklich auch so bei Truckrennen, dass die so dermaßen hinten rausqualmen, dass man gar nichts sieht? Das ist ja ein Albtraum hier. Geh weg. Geht mir alle aus der Sonne, Freunde. Ja, ja. Die schieben auch von hinten, die Schweinepriester. So, Position 1. Sehr gut, jetzt habe ich endlich mal freie Sicht. Oh, ah, Kacke. Hallo. Die schieben. Das ist unfassbar. Die schieben. Wie die schieben, ey. Aber sowas von haben die mich jetzt gerade rausgeschoben. Diese kleinen miesen Spritzer, diese Stricher, die. Diese Arschhaarfriseure. Jetzt pass auf jetzt. Frenkel, das ist eine Kurve. So. Uah! Meine Güte, meine Güte. Gott, da, weg da, du Blödmann! Ich bin immer noch in der ersten Runde, ne? Das dauert ganz schön lang. Mein lieber Freund. So, da ist der Führende. Der hat das gleiche Problem wie ich, ne? Also, die brechen doch sehr arg aus. Hallo? Habt ihr das gesehen? Das ist ein kleiner Penner! Oh, fängt das Regnen an, oder was? So, wir sind am Ende dieser Episode. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, sagt mir, wie ihr das findet.
Und dann in der nächsten Folge erfahrt ihr, ob ich das vielleicht tatsächlich gewinnen kann. Momentan bin ich ja Erster. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Bye-bye!